Hallo meine Lieben, ich habe wieder einen True Crime für euch. Heute reden wir über Peter Cornelli, auch bekannt als Baby P. Hierbei würde es um ein kleines Kind gehen. Wen das triggern sollte, sollte vielleicht lieber ein Alternativvideo wählen oder beim nächsten Mal wieder reinhören. Peter war ein 17 Monate alter englischer kleiner Junge, als er 2007 in London starb. In einem Zeitraum von 8 Monaten wurde er mehr als 50 Mal verletzt. Während dieser Zeit wurde er wiederholt von den Kinderdiensten, vom Londoner Bezirks Haringey und den Angehörigen der Gesundheitsberufe des Nationalen Health Service NHS gesehen. Dieser Fall verursachte Schock und Besorgnis in der Öffentlichkeit und im Parlament, teils wegen des Ausmaßes an den Verletzungen, die Peter ertragen musste, teils aber auch, weil Peter im Londoner Stadtteil Haringey im Norden Londons unter denselben Kinderschutzbehörden gelebt hatte, die bereits 7 Jahre zuvor gescheitert waren, in den Fall Victoria Climby. Wenn ich dazu auch mal ein Video machen soll, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Der Fall von Victoria führte zu einer öffentlichen Untersuchung. Diese führte dazu, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um ähnliche Fälle wie diesen zu verhindern. Und trotzdem kam es wieder zu einem Fall wie den bei Victoria, bei Peter. Der kleine Peter wurde am 1. März 2006 als Sohn von Tracy Cornelli geboren. Im November zog ihr Freund Stephen Barker bei ihnen ein. Im Dezember sah ein Allgemeinarzt blaue Flecken auf Peters Gesicht und Brust. Daraufhin wurde seine Mutter verhaftet und Peter kam in die Obhut von einem Familienfreund. Doch im Januar 2007 wurde er seiner Mutter zurückgegeben. In den nächsten Monaten wurde Peter zweimal ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte man fest, dass Peter an der Seite vom Kopf Blutergüsse, Kratzer und Schwellungen hatte. Tracy wurde im Mai 2007 erneut festgenommen. Im Juni 2007 sah ein Sozialarbeiter wieder Verletzungsspuren bei Peter. Er informierte sofort die Polizei. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass die Blutergüsse auf Kindesmissbrauch zurückzuführen waren. Am 4. Juni wurde Peter zum Schutz bei einem Freund untergebracht. Und am 25. Juli erhielt der Kinder- und Jugenddienst des Haringey Council Rechtsberatung, aus der hervorgeht, dass die Schwelle für die Einleitung von Pflegeverfahren nicht erreicht wurde. August 2007 wurde Peter im State Ends Hospital im Norden Londons von einem örtlichen Kinderarzt untersucht. Doch dieser Arzt bemerkte bei seinen Untersuchungen nicht, dass Peter einen gebrochenen Rücken hatte und gebrochene Rippen. Ein Tag später, nachdem Peter untersucht wurde, teilte man Tracy mit, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werden würde. Ein Tag danach wurde ein Krankenwagen gerufen, weil Peter in sein Bett blau angelaufen war. Der Junge wurde nur mit einer Windel gekleidet gefunden. Nach Wiederbelebungsversuchen wurde er zusammen mit seiner Mutter in das North Middlesex Hospital gebracht, wo er genau um 12.20 Uhr für tot erklärt wurde. Eine Obduktion wurde veranlasst. In dieser stellte man fest, dass Peter ein Zahn ausgeschlagen wurde, den er daraufhin verschluckte und an diesen starb. Andere Verletzungen waren ein gebrochener Rücken, wie ich euch schon gesagt hatte, gebrochene Rippen, verstümmelte Fingerspitzen und fehlende Fingernägel. Es wurde sofort eine Mordermittlung eingeleitet und Tracy Cornelli wurde festgenommen. Es ist der 11. November 2008, als der 36-jährige Owen und sein 32-jähriger Bruder Barker für schuldig befunden wurden, des Todes eines Kindes oder einer schutzbedürftigen Person. Tracy hatte sich diese Anklage bereits für schuldig bekannt. Zu Beginn des Prozesses waren Owen und Tracy wegen unzureichender Beweise vom Mord freigesprochen worden. Barker wurde von einer Jury für nicht des Mordes schuldig befunden.
ein zweiter Prozess fand statt, im April 2009, in den Tracy und Barker unter Decknamen Anklage wegen Vergewaltigung eines 2-jährigen Mädchens erhielten. Das Mädchen war auch in Haringey's Kinderschutzregister eingetragen. Barker wurde für schuldig befunden, während Tracy Connelly nicht für schuldig befunden wurde. Ihr Verteidiger argumentiert, dass dieser zweite Prozess fast durch Blogger untergebracht wurde, die Informationen veröffentlichten, die sie mit dem Tod von Peter in Verbindung brachten. Dies hätte die Jury beeinflussen können. Die Verurteilung beider Prozesse zusammen fand am 22. Mai 2009 in Old Bailey statt. Tracy Connelly erhielt eine Haftstrafe unter dem Titel Freiheitsstrafe für den öffentlichen Schutz und wurde zu einer unbefristeten Haftstrafe verurteilt. Mit einer Mindestdauer von 5 Jahren, bis sie kein Risiko mehr für die Öffentlichkeit und insbesondere für kleine Kinder besteht. Barker wurde wegen Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt, mit einer Mindeststrafe von 10 Jahren und einer 12-jährigen Haftstrafe für seine Rolle beim Tod von Peter. Owen wurde ebenfalls auf unbestimmte Zeit mit einer Mindeststrafe von 3 Jahren inhaftiert. Die Urteile wurden vom Generaldirektor des NSPCC als zu milde kritisiert und der Generalstaatsanwalt erwog, sie zur Überprüfung des Bundesgerichts weiterzuleiten und kam zu dem Schluss, dass es keine realistischen Aussichten gab auf eine Erhöhung der Strafe durch das Bundesgericht. Die 3 legten gegen ihr Urteil Berufung ein. Barker sowohl gegen Verurteilung als auch gegen das Urteil. Owens Urteil wurde im Berufungsverfahren auf eine feste Amtszeit von 6 Jahren geändert. Er wurde im August 2011 freigelassen, doch später wieder ins Gefängnis zurückgerufen. Tracy Connelly wurde 2013 in Lizenz freigelassen, kehrte jedoch 2015 wegen des Verstoßes ihrer Bewährungsauflagen ins Gefängnis zurück. 2 Jahre lang konnte sie nicht überprüft werden. Barker, sein Antrag, wurde im August 2017 auf Bewährung abgelehnt. Tracy Connelly wurde im Dezember 2019 zum 3. Mal die Bewährung verweigert. Und damit sind wir am Ende von diesem True Crime. Es ist einfach grausam, wie eine Mutter so zu ihrem Kind sein kann. Der Kleine war 17 Monate. 17 Monate, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf das Video einen Like gebt. Und wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo da lässt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!